Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Hier ist wieder Navigator, heute im Arena-Modus. Und ich spiele einen Gott, den ich schon seit langem nicht mehr gespielt habe. Es ist Hunbaz. Hunbaz, weiß ich nicht genau, wie man ausspricht. Früher war er Son Wukong. Dann haben sie Son Wukong entfernt, um ihn halt zu dem neuen Son Wukong zu machen. Und haben dafür dann Hunbaz eingefügt, der gleichen Skills hat oder ähnliche Skills hat. Und ja, einfach bloß andere Animationen, Hintergrund etc. Haben damit, ich da glaube, auch den zweiten Maya-Gott eingefügt. Bis dahin gab es immer nur Schiblonke, dann gab es auch Hunbaz als Maya-Gott. Ja. Wer ungefähr wissen will, wie Hunbaz früher aus Son Wukong, Ex-Son Wukong aussah, kann sich ja ältere Videos mal anschauen von anderen Let's Playern. Ja, oder er schaut im Wiki nach. Oder er schaut sich den Shaolin Monkey Skin an. Da sieht man noch ungefähr, wie er aussehen sollte. Das heißt, man die Hat wieder rumwandern lassen. Seine Skills sind eigentlich noch die gleichen geblieben. Eins ist ein Jump. Kann halt auf Position springen. Kein Backflip. Zwei ist ein AE Overhand Smash, wo man sich ein bisschen bewegen kann. Ich habe die nach oben springen heißt also auch Basis verlassen. Und hier kann man halt seinen schönen Affen werfen. Der springt da von Person zu Person. Und wenn ich nochmal drei drücke, könnte ich mich hinterher teleportieren. So, ich werde jetzt erstmal hier mit Schuhen anfangen und weiß noch nicht, was ich danach mache. Früher war die Skills waren halt normal, gleich auch wenn das der Affe etwas anders aussah und die Animationen. Ja, ich war jetzt, was bin ich jetzt, Maya-Affe, weiß ich nicht, was für ein Gott bin. Früher war ich halt Son Wukong als Gott des Silvesterfeuerwerks. Heißt, alles hat schön geknallt und da sind bunte Fetzen rumgeflogen. Noch hier Dong, Dong. Also, jeden. Ich treffe, glaube ich, jeden nur einmal, aber. Ja. Es macht jetzt da jetzt nicht so ewig viel Schaden, aber. Trotzdem finde ich recht cool. Einfach zu spielen. Wenn man erstmal Dschungler spielen will, ist der sicherlich eine gute Wahl. Also, im Conquest-Spiel als Dschungler. Arena kann man natürlich alle nehmen. Hat auch ein paar coole Skins. Wie sagt der Shaolin Monkey, den hat er früher. Red Demon war der Skin, den man vor dem Solar Eclipse von Facebook bekommen konnte. Also wenn man früher bei Facebook geliked hat, hat man den Red Demon Skin bekommen. Und ich, oh oh, das sieht bitter aus. Schade. War mein Jump Skill nicht fertig oder ich hatte einfach keinen Mana mehr. Aber es gibt bei Popular Items, das ist ein bisschen Cooldown. Was habe ich hier? Ist hier bessere Items? Ja, Crit weiß ich jetzt auch nicht. Ist halt ein Warrior. Und halt vor allen Dingen ein. Auch wenn er anders aussieht, nicht mehr das Design hat von früher, ist er halt so ein typischer unverfälschter Smite. First Gen God könnte man ihn schon fast nennen. Oh, ich habe den Kill bekommen, obwohl ich nicht sehe. Krass, ich wusste doch ungefähr, wo er hin ist und dann. Ja. Warte mal, und meine Ulti. Sieht's? Setzt so einen Pillar hin, der alle wegschleudert. Früher fand ich's etwas cooler. Hat man halt ein großes Fass. Ich glaube, früher konnte man sogar ein bisschen werfen. Ja, genau, früher konnte man es werfen. Jetzt schiebt man es halt. Ist jetzt ziemlich schnell instant tot gegangen, der Poseidon. Oder habe ich da irgendwas verpasst? Ja. Schwach ist er jedenfalls nicht, muss man jetzt so. Er wird natürlich auch gut zum Killstealen geeignet. Weil jemand darauf ankommen lässt, Affen hinterherwerfen, der bounce dann halt schön durch die Gegend. Oder mit einem Jump und einem Halbjump kommen auch schöne Strecken.
zurücklegen. Ja. Das hat Aokong, glaube ich, zum zweiten Mal verfehlt. Aber natürlich, wenn man halt Minion auf Minions zielt, ist es nicht so stark. Weiß jetzt auch gar nicht, ob es sich rentiert, wenn ich meinen Jump Level. So, tot ihr Dinger. Ab zurück in die Base. 2-1 ist jetzt gar nicht so schlecht. Ich bin zwar auf First Blood drauf gegangen. So. Muss mich ein bisschen selber mal zurückfinden, was ich noch weiß, was gute Items sind. Ich glaube, damit bin ich schon mal nicht falsch bei jedem Warrior. Oh Gott, hat die Ulti abgefangen. Nein, der hat den Kill bekommen. Ja, man sieht, man kann schon. Ja, jetzt. Meine Ulti drängt halt jetzt nur die Leute ab. Früher hat es halt gemacht, dass die Gegner wie geviert waren. Das heißt, die sind wie ein Dummkopf einfach geradeaus weitergelaufen und haben nichts mehr gemacht. Nein, du stirbst als erstes. Nein. Wer liegt da? Ist das Merkur oder ist das ein Superman? Nee. Ich dachte, wir haben gar kein Merkur im Team. Ah. Noch aus dem letzten Spiel in Erinnerung. Nicht das von der letzten Aufnahme, da war jetzt noch ein Spiel dazwischen, was ich mal kurz gemacht habe. So. Das könnte ich mir für Warrior wirklich Favorite Popular. Was ist da? Retreat. Schild, das will ich jetzt nicht so. Aber ein Shield, das sieht doch mal ganz gut aus. Danach vielleicht Titan's Bane oder sowas. Ich bin jetzt irgendwie kein so großer Fan von Titan's Bane, weil. Keine Ahnung warum. Irgendwie nicht so meins. Nicht so mein Spielstil. Na, traute sich sich ein. Krieg ich den? Nein, leider nicht. Oh. Was wollt ihr mich für Ärger machen? Merk! Oh, bin ich jetzt weggesprungen und wurde dann von dem Typ noch mitgenommen. Oh je. Na, oh je, passt euch recht gut zu dem, was ich heute spiele. Aber irgendwie schon ewig nicht mehr Smite gespielt. Ewig ist jetzt auch übertrieben, aber. Wann habe ich das letzte Mal Smite gespielt? Das dürfte 2 Wochen schon bald her sein. So, da hau ich jetzt ab, bevor der. Ja, Surprise, danke, Nils. Wenigstens was für Bakasugo. Nein! Nein! Ich wollte gerade sagen, wenigstens was für Bakasugo und Surprise, dass ich in die andere Richtung jetzt plötzlich renne. Einfach drüber. So voraussehend. Von nach vorne gesprungen ist und dann stand ich plötzlich woanders, aber hat nichts gebracht. Ja, cool. Funktioniert sogar. Es war anfangs so, dass man einfach beim letzten Minion oder Gott, den man getroffen hat, mit dem Affen, dort ist man halt hin teleportiert. War aber so, dass wenn man den Affen, der versehen in den Turm reingesprungen ist, dann stand man plötzlich allein im Gegnerturm. Das war auch immer blöd. Und deswegen haben wir das wieder entfernt. Ich wusste bloß nicht mehr, wie weit das noch funktioniert mit Canceln und sowas. Weiß gar nicht, kann ich einen Jumpskill machen, wenn ich gestunt bin? Anzielen kann ich, also anvisieren kann ich, aber. Nein, oh nein, verschont's mich, nein! Ich stehe am Eingang, liege ich schon rum und dann griff mich das Ding noch so. Das sind Basic Attacks, ja. Ich
heißt, ich weigere mich gerade den Frost, Penetration Hammer da zu nehmen. Nies zielt schon auf mich. Ja, wenn du auf mich ziehst, dann darfst du nicht so offensichtlich machen. Also mit Nies Tipp. Man dreht sich so hin, dass man dann plötzlich auf die Marke zielt und dahin schießt. Also nochmal wieder. Ah. Nein, und warum bin ich so langsam gewesen? Ich glaube, das war dieser Creeping Curse da. Creeping Curse in der Arena ist auch eine witzige Sache. Okay, ich mache auch mal ausprobieren, bloß. Ich kaufe eigentlich lieber erst die Items immer, bevor ich irgendwas. Einen habe ich getötet. Jetzt klaut er mir den. Ja, und ich krieg den Kill noch mit dem Crit am Ende, auch wenn der Crit wahrscheinlich so typisch unnecessary Crit war wahrscheinlich. Habe ich Lifesteal eigentlich? Nein, ich hau. Dann hau ich ab. Ich lauf schon. Werd verlassen. Tag der Wiederholungen heute. Alles doppelt und dreifach sagen. Titans Bane. Oder hol ich mir. Ich hol mir jetzt Lifesteal. Lifesteal, was sieht gut Lifesteal aus? Mit so ein bisschen Attack Speed. Ja, ich hab aber. Velu heißt da einer. Ich hab gedacht, da heißt einer der User. Das hätte mich jetzt etwas gewundert. Nun ja, man kann ja nie wissen. So leicht gehe ich dir nicht in die Falle. Ja. Der Jum macht leider keinen Schaden, soweit ich weiß. Das ist so eine Sache, die wir schon mal irgendwie komisch vorkam. Oh je. Könnte vielleicht doch mal auf Crit gehen, das wäre vielleicht nicht so schlecht. Ja, und ich habe wenigstens das Ding. Ja. Das, da kommt Poseidon. Aber ich habe wenigstens den Tum gerettet. Boah. Vielleicht spiele ich den aber noch ein paar Mal. Überlegt mir was Kleines, wo ich ein bisschen Crit vielleicht noch unterbringe. Vielleicht jetzt nicht Deathbringer, aber ich glaube, mit Melis wäre ich gar nicht so schlecht beraten. Nein, das stelle ich mir vor, ich einen Kill machen kann. Was flammt Tür jetzt rum? Tür ist 7-7, ich bin 7-8, das heißt, wir sind so. Anubis ist auf der sicheren Seite, die beiden sind schlecht und Tantus. Ja, okay, ich habe mehr Tode als Kills, das ist halt meistens bei einem neuen Gott so. Also natürlich, es gibt auch Leute, die fangen halt ihre ersten Spiele an. Die haben dann einfach super Glück und kommen mit einer 10-5 KD her. Aber das kann ja auch sein, dass der Gegner einfach nur ziemlich scheiße ist und man selbst was vom Computerspielen versteht. Das reicht auch. Als ich angefangen habe, Smite zu spielen, habe ich halt noch nicht wirklich was vom Computerspielen verstanden. Das heißt, ich hatte eine Statistik von 0,1 zu, also bei der KD-Statistik, wenn ich mal früher angeschaut habe, da war ich stolz drauf, wenn ich 2 Kills hatte und 12 Tode. Wenn man halt so, es war halt doch wirklich Level 5er Bereich Zeiten. Hinterher! Das reicht nicht, das reicht doch gar nichts. Ja, das wird jetzt aber reichen. Nicht ich mit dem Double Kill leider. No, nein. Warum ist er so schnell zunächst gesprungen, der Affe? So.
Jetzt noch ein bisschen Crit. Ich weiß, das ist ein heilloses Durcheinander. Heilloses Durcheinander, was ich hier baue, aber... Was habe ich denn für Werte dann? Crit natürlich geht noch nach oben. Das heißt, die Crit-Chance extrem gering. Ja. Ja, ich könnte auch mal hier schauen. Was habe ich für eine Passiv? Oh. Critical Strike Chance 50%, wenn ich alle 3 Sekunden angreife? Wow. Cool ist das denn? Oh ja, gar kein Crit. Oh nein, den greife ich nicht mit Auto-Attacks an. Wäre ich ja schön dumm. Der größte Fehler, den man... Oh, jetzt tötet es mich nicht noch an der eigenen Basis. Da fange ich dann an zu heulen. Ja, witzig ist es schon, wenn ich hier hinterher teleportiere. Jetzt komm. Hat die doch den Backflip, den Typ getötet. Kann man eigentlich noch irgendwie mehr cheaten? Kills klauen, meine ich. Oh shit, der läuft weg. Krieg ich nicht mehr. Ja, was habe ich jetzt? Meine Basic Attack. Erhöhen meinen Attack Speed und Lifesteal. Und slowen den Gegner. Sieht eigentlich gar nicht so schlimm aus. Gegen Minions bin ich auch schon mal ziemlich stark. Warum wurde ich jetzt abgeschossen von ihr? Ne, unser Nils gerade mit der Ulti. Sie hat ihre Ulti gerade weggeschossen. Die habe ich schon zu spüren bekommen. Warum? So. Wie war das gerade mit den Items? Etwas komisch und consumables. Sind die Gegner eine Party oder wohnen die zusammen? Oder was ist da hier? Ne, das sind zwei komplett unterschiedliche. Aber keine Ahnung, Partys sind aber nicht mal, also nicht im gleichen Clan, so viel kann ich sagen. Wo war der? Oh. Ja, der Typ haut ab, das finde ich ganz cool. Und die Typ da hinten sauber mal tot gegangen. Und unser Verbündeter ist wieder da. Wer ist das? Thanatos wahrscheinlich, weil der jetzt wenig aufgefallen ist. Ja, 1-6, der hatte recht früh verlassen. Will ich jetzt auch keine Entschuldigung hören, das ist dann einfach... Ist jetzt nicht klar, warum der verlassen hat, aber... Ist nicht so schlimm, dass der jetzt verlassen hat. Ja, auf Mana, wenn er so ist, nicht unbedingt mit Autotext draufschlagen, war... Solange war Mana in seiner Ulti ist, lädt verkürzt jeder Autotech den Cooldown seiner... Jeder getroffene Autotech den Cooldown seiner Ulti um 1. Und ja. Zu spät. Haha. Oh Mann, er bleibt drin. Ja, er ist drin. Nein, Alter. Nicht auf diese Marke schießen jetzt, Frau. Frau. Nein, und... Ja, du weißt, nee, du weißt schon, dass ich dich immer noch treffe. Nein, und da ist er schon wieder weg. Wieder kein Double Kill geschafft. Shutdown. Was hat Tür jetzt für Probleme? Also Leute, ich habe nichts dagegen, wenn ihr über jemanden wie Tür flamet. Das könnt ihr in meinen Videos machen, habe ich echt nichts dagegen. Active, so. Will of inner power. Das ist glaube ich sogar der Ella, ja genau, das verbündet ihr sogar. Oh, und
Sie hat mich noch getötet? Was ist das da? Die hat mich noch getötet. Roma 7, ja, okay, ich in Aukwangs Strudel. Habe ich jetzt verloren oder gewonnen? Wir haben jetzt verloren? Warum haben wir verloren? Oh. Ja, wenn du mir die Teamstats anschaust, sieht nicht ganz so glorreich aus. Ich dachte jetzt, wie ich am Ende gerade gerockt habe, wir hätten jetzt gewonnen. Victory 5. Ja, 5 Siege und wir haben defeated und keine Ahnung, was die Zahlen da hinten stehen. Eine Tabelle namens Victory und da die haben die Nummer 5. Hier eine Tabelle namens Defeated und da die Nummer 0. Aber die erste Stelle und die sechste Stelle? Keine Ahnung, schlagt mich tot. Ich werde niemanden reporten, die waren jetzt so nicht so schlecht. Okay, da hat ein Haufen verlassen bei denen. Kann ich mir mein eigenes Spiel nochmal anschauen müssen, warum ich da jetzt verloren habe. Also, ich finde, war ein schöner Einblick in ihn, auch wenn ich ihn noch nicht ganz verstanden habe, vor allen Dingen Item-Build-mäßig. Also, Attacken kenne ich eigentlich schon. Jetzt ist halt seine Ulti, drückt halt von innen nach außen die Leute weg. Und sie können sich nicht mehr frei bewegen. Ansonsten war es ja früher so, dass man einfach geradeaus weitergerannt ist. Wenn man schon getroffen hat, ist der eine Typ voll durch die ganze Ulti durchgegangen. Und hat dauernd Schaden genommen und man konnte schön gemütlich drauf einschlagen. Aber ist auch gut so. Auch gut genug jetzt so. Gibt auch ein paar schöne Skins zu dem. Kann ich jetzt einfach mal zeigen. Kann ich ja mal nachmachen, wenn es solche Sachen gibt. Maler Skin. Der Red Demon, den gab es früher über Facebook, als er noch Son Wukong war. Dann hier den Monk, Shaolin Monk, so sah er ungefähr aus. Halt ohne Shaolin Dinge hier und den Anzug. Aber so sah er ungefähr früher aus. Das ist halt der ganz neue Payskin. Kam kurz vorm Update raus, also Raumfahrer. Monderforschung gibt auch schön Satellit, der abstürzt, das ist ein Ulti. Hier Gold. Und Legendary. Gibt einen Haufen Skins für ihn. Also man sieht sich dann beim nächsten Mal. Ciao Leute.